Spiel Nummer 3, 4:0 und Tipp 1. Für künftige Erfolge im Fußball soll natürlich ein starker Nachwuchs sorgen. Und die österreichische Unter-16-Mannschaft hat neuerlich die Qualifikation für die Europameisterschaft-Endrunde, die diesmal in Irland gespielt wird, geschafft und sie wurde in der Südstadt verabschiedet. In den beiden Mannschaften, nämlich bei Baumit Admira Wacker und bei Rapid, stehen ja einige Spieler, die auch in dieser Unter-16-Mannschaft gestanden sind. Bei Admira Wacker ist das Czerny, dann sind es Cingler, China, Schara und Panis, der zurzeit verletzt ist, und bei Rapid Kübauer und Steiger, der auf der Bank sitzt. Kubica, Daniels, und er bleibt hier an Libero Gaga hängen. Rapid versucht sofort Druck zu machen, die Mannschaft wirkt energischer als zuletzt. Aber das Spiel schleppt sich zu Beginn dahin, das sieht auch Dietmar Constantini, kaum eine gelungene Aktion zum Leidwesen der 3500 Zuschauer. China wird hier von Schöttl an der Hand zurückgehalten. Wir sehen es gleich nochmals, Schiedsrichter Winkelbauer drückt hier ein Auge zu und zieht sich den Unmut der Admira Wacker Fans zu. Gaga, der Falterer. Brauneder vorbei. Hier bleibt er an Franz Weber hängen. Der schnelle Gegenstoß und gleich ein Fehlpass von Brauneder. Graf hat hier keinen Gegenspieler. Aber Konzel erwischt seine Flanke. Bei den Niederösterreichern fehlen vier verletzte Spieler, nämlich Gruber, Litovchenko, Kogler und Panis. Bei Rapid heute Sliwowski anstelle von Mandreko im Kader. Er sitzt aber vorerst auf der Bank. Czerny und Zeller mit einer Riesenchance in der 30. Minute. Hörtnagel rettet hier. Es war die erste Chance in diesem Spiel nach 30 Minuten. Nach einer Flanke von Czerny haut hier Zeller daneben und vergibt diese Möglichkeit. Czerny, Zeller. Bacher für Falterer. Und nur eine Minute später die nächste Chance für Admira Wacker, aber der Haken war etwas zu weit. Blitzenetz, Kübauer, schneller Gegenstoß. Ja, und ein Stürmerfoul von Daniels an seinem Bewacher Graf. Wir sehen hier noch einmal diesen Riesenhaken von Abfalterer, mit dem er den Ball schlussendlich verliert. Kübauer gegen Schara. Guter Schuss von Kübauer und Knaller rettet hier. Das Spiel wird jetzt attraktiver. Nochmals der Schuss von Kübauer und die gelungene Abwehraktion von Knaller. Ja, und er zittert mit. Foul von Brauneder an Czerny. Sehr harte Gangart von beiden Mannschaften. Wir sehen hier dieses derbe Foul in der Wiederholung. Freistoß, Gaga. Zingler völlig frei und er vergibt diese Riesenchance. Schöttl hat hier gerettet. Schauen wir uns das in der Zeitlupenwiederholung an. Freistoß von Gaga. Und solche Chancen sollte man nicht vergeben. Pausenstand in der Südstadt 0:0. Für Rapid heute der fünfte Anlauf auf den ersten Sieg gegen Admira Wacker in dieser Saison. Zeller kommt immer wieder rechts nach vor. Idealpass für Czerny und dies wäre jetzt die große Möglichkeit auf das 1:0 gewesen. Zweifellos die bisher beste Chance in diesem Spiel von Czerny. Blitzenetz für Kubica, wieder Blitzenetz. Das ist wieder Kubica. Ja, und auch auf der Gegenseite eine gelungene Aktion. Schauen wir uns auch nochmals an. Guter Schuss von Kubica. Naja, kann sich weiterhin ungestört am Netz des Admira-Tores bewegen, läuft vor der Hand. Keine Gefahr, heruntergeschossen zu werden.
Das sehen auch die Rapid-Fans und sie wenden sich mit Grausen. Eine Protestaktion der Fans. Und sie versäumen aber eine Torchance ihrer Mannschaft. Fehler von Zinger und Knaller rettet hier vor Daniels. Rapid kann jetzt das Spiel offen halten. Guter Pass für Abfalter, kommt ein Schöttl vorbei. Ja, und faul oder nicht faul von Hartz? Müssen wir uns in der Zeitlupe anschauen. Schöttl wird umspielt, jetzt kommt Hartz und schauen Sie, zieht hier Abfalterer den rechten Fuß weg. Ein klares Foul. Glück für Rapid, Schiedsrichter Winkelbauer hat es nicht gesehen, hat keine Zeitlupe zur Verfügung gehabt. Daniels, guter Schuss und wieder Knaller. In der Vorwoche haben die Niederösterreicher ihre Niederlagenserie mit einem 3:0 im Hanapi-Stadion beendet, liegen im Duell um einen UEFA-Cup-Platz weit besser im Rennen als Rapid. Daniels gegen seinen Bewacher Graf. Ja, und ein Foul von Bacher an Daniels. Bacher hat schon gelb gesehen. Daher zeigt ihm Schiedsrichter Winkelbauer jetzt gelb-rot. Für Bacher ist das Spiel vorbei. Bei Admira Wacker kommt jetzt Denis Kiran anstelle von Scharrer und Uwe Müller anstelle von Abfalter. Auch Rapid tauscht. Sliwowski kommt anstelle von Blitzenetz. Also Rapid jetzt mit drei Stürmern. Wir sehen hier, wie Bacher das Feld verlassen muss. Und in der Folge wird Rapid gefährlicher, spielt weniger umständlich und kommt zu weiteren Chancen. Eckball, Kübauer, Kubica, wieder Kübauer, Weber und Knaller vor Sliwowski. In der letzten Viertelstunde dominiert Rapid ganz klar dieses Spiel. Noch ein Freistoß für Rapid, Kübauer. Und wieder Knaller vor Sliwowski. Es bleibt beim 0:0 und Rapid nimmt diesmal aus der Südstadt einen Punkt mit. Ja, das Toto-Spiel 2 lautet also 0:0 Tipp X und in der Südstadt begrüße ich jetzt Rapid-Trainer Hubert Baumgartner. Der erste Punkt gegen Admira Wacker in dieser Saison für Rapid, aber ich glaube, so wirklich zufrieden können Sie nicht sein. Nein, wir sind sicherlich nicht zufrieden, denn wir sind hierher gekommen und wollten eigentlich beide Punkte machen. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir haben die letzten 4 Spiele gegen Admira Wacker verloren, sind immer wieder ausgekontert worden. Und natürlich sind wir mit gewisser Vorsicht dann in das Spiel reingegangen und wir wollten nicht wieder dieselben Fehler machen, die uns in den letzten Spielen passiert sind. Und wir wollten unbedingt die 2 Punkte rein vom Tabellenstand her, aber es ist uns leider Gottes nicht geglückt. Was sagen Sie denn zu diesen Aktionen der Fans, die ja die treuesten der treuen Rapid-Anhänger sind? Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Rapid ein sehr gutes Publikum hat, ein sehr faires Publikum hat und diese Aktion tut mir natürlich sehr, sehr weh. Aber Sie können mir glauben, die Gesamtsituation von unserem Verein ist keine einfache. Aber es arbeiten einige Leute sehr, sehr intensiv auf vielen Ebenen, damit es Rapid besser geht. Und Sie können mir wirklich glauben, dass wir alles versuchen, dass mit Rapid wieder die Sonne scheint oder die Sonne lacht. Und natürlich diese Aktion tut sehr, sehr weh. Aber wir werden alles Mögliche unternehmen, damit diese Leute uns wieder zuschauen, uns applaudieren und sich mit Rapid freuen können. Aber trotz allem muss ich sagen, in den letzten Spielen hat uns das Publikum nie im Stich gelassen, auch heute nicht. Und wir wollen eben alles unternehmen, diesem Publikum wieder guten Fußball zu bieten. Danke vielmals, Hubert Baumgartner. Der Tabellenführer, die Wiener Austria, stand vor einer Bewährungsprobe in Steyr. Zuletzt haben die